Die Woche beginnt wie jede Woche mit einem dreckigen Mixer und darin ist ein Smoothie enthalten. Und ja, da sind verschiedene Dinge drin. Da sind vor allem Leinsamen drin für die Omega-3-Fettsäuren. Da ist drin Süßlupin für die Aminosäuren, kein Proteinpulver mehr. Und ja, und dann ganz viel Obst und Gemüse, vor allem Grünkohl, Himbeeren, rote Beete, Orange, Apfel, Brokkolis drin und ja, alles so. Solche Sachen halt. Ne? Kriegen die alles mal zusammen, weil ich mal alles mal reinschmeiße. Möhren sind noch drin, Sesamsamen sind noch drin für Calcium und Bananen natürlich. Genau, und den gibt es jetzt Wochenstart. Und der Morgen beginnt wieder mit einem Smoothie. Gestern habe ich in der Tat wirklich nur den Smoothie getrunken und ja, deswegen geht es heute sehr, sehr früh los mit dem Smoothie und wird heute sicherlich nicht bei einem Smoothie bleiben, glaube ich zumindest. So, und jetzt zum Abend gibt's sehr, sehr viele Süßlupinsprossen und noch ein paar, sozusagen der Nachtisch, ein paar Karobschoten. Kann man einfach so essen, sind Kerne, müssen wir rausspucken. Sonst gab's halt nichts, wie gesagt, frühst den Smoothie und jetzt das. Aber nur mal so für die Kalorienzähler unter euch, was auch nicht unbedingt unwichtig ist, Kalorien mal zu zählen, zumindest ein Gefühl dafür zu entwickeln. Also der Smoothie hat ungefähr heute 1100 Kalorien gehabt. Und das, was ihr hier nochmal seht, das hat auch ungefähr so 1200 Kalorien. Das heißt, ja, das ist sogar tendenziell ein Tick zu viel. Aber wenn ich viel Sport gemacht habe, ja, passt das so ungefähr. Und zum Morgen wird es einfach wieder einen Smoothie geben. Ich glaube, das wird eine ziemlich einfache Woche dieses Mal. 5 Orangen. Und zum Abend gibt es einen großen Salat aus Blumenkohl, Brokkoli, Möhren, Zwiebeln und Gurke. Das Besondere hieran ist, dass ich den Brokkoli mal wirklich für den realen Preis erstanden habe. Normalerweise kaufe ich eigentlich alles immer nur, wenn es im Angebot ist, aber aufgrund halt eben meiner finanziellen Lage. Aber der Brokkoli, da hatte ich heute richtig Appetit und ja, da habe ich 2,29 € für einen Brokkoli bezahlt. Aber das war es mir einfach wert und ja, deswegen freue ich mich auch total drauf und werde das jetzt richtig genießen. Sesam habe ich noch überall dran gemacht, wegen Calcium und so weiter. Genau, und jetzt lasse ich es mir schmecken. Und der Morgen beginnt wieder mit einem Smoothie. Grünkohl, Sprossen, Brokkoli, Bananen, Orangen, Äpfel, Leinsamen, Sesam, Samen und ja, alles, was mir noch so irgendwie angefallen ist. Rote Beete noch ein Stück. Jetzt gibt es wieder mal eine große Schüssel Süßlupinen. Noch nicht alle gekeimt, aber ich habe einfach Hunger bzw. Appetit eher. Und ich brauche das. Ich habe so einen spezifischen Hunger nach diesen Süßlupinen. Aminosäuren. Ich freue mich. Und zum Abend gibt es hier einen großen Salat mit Chinakohl, mit Kelbnudeln, gesponserten Kelbnudeln. Danke nochmal an Ming dafür. Brokkoli, Paprika und Möhren, Frühlingszwiebeln, Sesam, Sonnenblumenkerne und Zitrone. So, jetzt gibt es zum Frühstück kein Smoothie, sondern einen Alpro Cremoso Käsejoghurt. So, ja, Käsejoghurt, ja, probiere ich einfach mal, keine Ahnung. Also, zählt nicht zu den gesunden Dingen, liebe Zuschauer, aber es zählt zu den Dingen, die ich einfach mal probieren will. Deswegen esse ich jetzt einen Käsejoghurt-Quark, was auch immer von Alpro, mit Käsekuchen. Jo, den Joghurt kann man sich schenken. Also, ja, schmeckt halt so ein bisschen so, aber so Nährwert oder satt kannst du natürlich vollkommen die Tonne kloppen. Deswegen, ich werde einfach mal 7 Kiwis essen. Jetzt gibt es noch Bananen mit Paranüssen. Und zum Abend gibt es dann doch noch einen Smoothie, weil ohne Smoothie geht's nicht. Und ja, ist noch früh am Morgen und ich nehme mir 2 Süßkartoffeln mit, weil ich jetzt heute unterwegs bin. Und die beiden Süßkartoffeln werden mich dann sozusagen, ja, quasi über den Tag begleiten. Und jetzt gibt es eine Staude Bananen, eine habe ich schon gegessen, 4 kommen noch, ungefähr 500 Kalorien und die gibt es jetzt. Und jetzt gibt es wieder Süßlupinen, wie immer mal so eine Handvoll, den ganzen Tag über. Und jetzt gibt es einen Smoothie. Wie gesagt, so ein Smoothie, müsst ihr euch vorstellen, hat alles, was ich am Tag brauche, alles andere außer dieser Smoothie. Ja, das brauche ich nicht wirklich,